Hier sind wir im Pride Art Atelier für die Ausstellung Intersectional und heute sprechen wir ganz kurz mit Michael über seine Arbeiten hier und wir hoffen, dass euch diese Übertragungen gefallen. Wir werden auch in Zukunft alle Fotografen hier repräsentieren über bis Samstag und folgt uns bitte am Internet und unterstützt die Künstler, die hier mitmachen. Hallo Michael, danke, dass du gekommen bist heute. Kannst du uns ein bisschen was über diese Arbeiten sagen und deine Arbeitsweise als Fotograf? Also die Bilder, die hier hängen, hier sind alle in den letzten Jahren im Nachtleben entstanden. Die meisten Bilder sind in Mitte und Kreuzberg entstanden. Und ja, also manchmal ist es so, ich bin ja Journalist, als auf einem Termin dann mich zum Beispiel mit einem Star treffe, dass ich dann noch frage, ob ich ein Bild machen darf, dann mache ich so 3, 4, immer mit einer Kamera, nicht mit einem Handy. Dann bearbeite ich die zu Hause oder im Verlag. Ja. Dann schicke ich sie denen zu, ob sie für die okay sind. Und so, das sind auch Fotografien, die dann veröffentlicht werden, oder sind das Fotografien, die du für dich selber machst? Ich mache sie in erster Linie immer für mich. Ja. Und dann entwickelt sich es so, dass ja eines der Magazine im Verlag dann Bedarf hat an einem Motiv und dann gebe ich eins aus der Serie immer raus. Ja. Also ich mache immer 3, 4 und eins davon wird auf jeden Fall veröffentlicht. Bei Nina hier, die nimmt immer alle und haut sie selbst raus. Ja, manche sind da zurückhaltender, ich selbst ja haue auch nicht alle raus. Genau, hier ist eins von Rosa, wo war das denn? Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen? Das war am Theater an der Friedrichstraße, Berliner Ensemble, in der Kantine. Ja. Und das war ein Interview über das Thema Altern und Sterben. Okay. Und das sind praktisch alle Fotos von Berlin hier, von Berliner Größen hier? Genau, ist ja alles Berlin. Genau. Aber es sind nicht nur in Berlin bekannte Leute, also zum Beispiel Thomas Hermanns ist ja in Deutschland. Bambi ist durch Queen of Drags ja da oben jetzt bundesweit eine bekannte Du machst aber auch sehr viel Naturfotografie. Ja. Und das ist als Hobby oder ist es auch professionell? Hast du da Vorstellungen davon? Es war alles Hobby, aber ich mache es halt jetzt schon, seitdem ich ja Teenager bin. Okay. Schon eine Weile. Du hast ein großes Archiv dann, oder? Ja, wobei viele alte Bilder habe ich nicht mehr. Ja, die, okay. Die waren einfach zu schlecht. Das war damals, also im Jahr 2000, eine Digicam hat einfach keine guten Bilder gemacht, klar, wie ich ja jetzt empfinde. Aber ich ja, wir haben alle das gleiche Problem im Vergleich zu was ja heute möglich ist. Aber ich hebe es auf. Natur kam manchmal schon bei Kosmetikfirmen zum Einsatz. Okay, super. Die haben dann Grashüpfer, Blätter und ja Fahne oder ein Schmetterling genommen. Ja. Genau. Und hast du jetzt vor, irgendeine dieser neuen Größen zu fotografieren? Oder wen würdest du denn gerne fotografieren? Ehrlich gesagt will ich immer die fotografieren, die mir sympathisch sind. Ja. Leute, die ich nicht mag, fotografiere ich nicht. Insofern habe ich auch keinen Menschen, den ich gern fotografieren will. Ich hatte letztes Jahr Gloria Gaynor. Ah, oh, Gloria Gaynor, amazing. Das Bild finde ich auch schön, aber nicht so, dass ich es. Es ist halt leider nur ein netter Schnappschuss von ja einer lieben älteren Dame geworden, aber nicht so ikonhaft, wie ich es gerne gehabt hätte. Deswegen bleibt es bei mir. Okay, super. Vielen Dank, Michael. Das war's ganz kurz vom Pride Art Atelier. Mehr über die Arbeiten der Fotografen hier in den nächsten paar Tagen. Wir werden auch dann nochmal ein bisschen über Michaels Arbeit reden. Wo können die Leute denn deine Fotografien angucken? Also auf Facebook, nicht auf Instagram. Da habe ich meinen Account gelöscht, da gibt es ja nur noch einen privaten. Sag ich nochmal den Namen. Das ist michael.raedel1 bei Facebook. Und sonst natürlich auf männer.media im Internet, ausgewählte Künstler. Und ich verschenke sie auch ganz gerne. Also bei manchen Leuten hängen sie auch in der Wohnung. Wow. Super, vielen Dank. Danke. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Ah, sehr toll. Die Dame kenne ich doch auch. Super schön.